Hallo zusammen und ihr werdet es kaum glauben, aber das Titelbild, das Thumbnail und auch der Titel sind keine reinen Catcher, mit denen ich einfach nur versucht habe, euch zu bekommen, denn ihr könnt tatsächlich eure Regeneration testen. Jetzt brauchen wir natürlich für dieses Video einen gewissen Vorlauf. Wir haben in diesem Video drei Teile. Der erste ist der große Prolog und damit die Grundvoraussetzung, die wir brauchen, um das Ganze zu machen. Also was müssen wir wissen und haben, um überhaupt diesen Test machen zu können. Das zweite ist dann anschließend der Test und wie wir ihn gestalten. Und das dritte, was wir dann aus dem Test lesen können und was das überhaupt bedeutet. Was stellen wir denn jetzt um? Wie müssen wir dann quasi handeln, je nachdem, welches Testergebnis wir haben? Haben wir die zwei Striche oder den einen? Also steigen wir mal ein, direkt mal zum Prolog. Für meine ausschweifenden Prologe bin ich allseits bekannt und auch hier kommt man natürlich nicht ohne umherum. Das liegt auch daran, dass ich nun mal Philosophie studiert habe und die kommen sowieso nicht ohne Vorwort aus. Aber nun ja, ich will es nicht noch weiter in die Länge ziehen. Also, große Grundvoraussetzung ist, die ihr wissen müsst, für diesen großen Test. Es ist schwer zu evaluieren und wirklich zu bestimmen, ob man regeneriert oder nicht. Ihr kennt das. Das ist der ewige Kampf, vor allem auch gerade auf diesem Kanal hier. Und ich habe fast meinen Kanal dieser Frage gewidmet. Der große Kampf zwischen den Trainingssystemen. Einmal die Woche oder zweimal die Woche zum Beispiel. Dafür ein bisschen lockerer statt schwer einmal die Woche. Was ist besser? Die meisten, die ihr kennen werdet, die eine ganz klare Stellung beziehen, haben als Kernargument, guck mal, ich baue doch auf. Damit gehen auch die ganzen YouTuber nach vorne oder die First Personal Trainer und die Fitnessgurus, wenn die sagen, guck mal, wie schön, ich bin nackt. Und das funktioniert nur mit meinem System. Und da ist auch schon der große Fehler natürlich, wir wissen es auf diesem Kanal, wer gut aufgepasst hat, denn es ist kein Beweis, wenn es bei einem selbst funktioniert unbedingt. Und dann kommt eben, und jetzt kommen wir eben auf den Punkt, immer der Zweifel. Wie sähe der denn jetzt aus, wenn er auch noch das andere System macht? Dann sähe der wahrscheinlich noch krasser aus. Und wer einen gesunden Zweifel von euch hat, der zweifelt eben auch an sich selbst. Das heißt, selbst wenn ihr gut zunehmt, ist da vielleicht noch die Frage, würde ich noch besser zunehmen, wenn ich das andere System mache? Das bleibt immer aus. Leichter ist es natürlich, wenn man mit dem einen gar nicht zunimmt und mit dem anderen schon. Aber die meisten haben diese Frage. Wie können wir jetzt also sicher gehen? Wie können wir das endlich feststellen? Hier ebenfalls muss man beachten, beim Bodybuilding ist Evaluation meistens über einen Zeitraum von 3 bis 6 Monaten und selbst dann nicht zu 100% sicher. Das heißt, wenn ihr ein Trainingssystem testen wollt, wenn ihr testen wollt, wie ihr auf bestimmte Übungen reagiert oder auf eine bestimmte Ernährung, braucht ihr meistens 3 bis 6 Monate und Dutzende von Trainingseinheiten, um wirklich zu gucken, hat es jetzt mehr gebracht oder weniger. Und das Schwierige daran ist dann auch noch, selbst das ist nicht richtig sicher. Teilweise habe ich das mal ein halbes Jahr getestet, war mir ziemlich sicher, das wird richtig gut hinhauen und auf einmal ein Jahr später funktioniert es nicht mehr so gut. Und ich frage mich, warum? Und da gibt es so viele andere Faktoren. Hier nur ein paar anzureißen, ihr wart in einer anderen Gemütszulage, mental. Vielleicht wart ihr gerade hoch verliebt und dadurch hattet ihr einen ganz anderen Hormonlevel oder dergleichen. Nur das trägt schon dazu bei. Unbewusst habt ihr euch ein bisschen anders ernährt, habt andere Luft eingeatmet, hattet weniger Stress. Dazu gehört so viel und dann wirkt sich das Ganze aus. Also, welche der Variablen ist jetzt dafür verantwortlich, das wissen wir auch nicht. Also, wir merken uns, es gibt so viele Schwierigkeiten, etwas wirklich zu evaluieren. Und jetzt kommen wir schon darauf, dass mit diesem Test das funktioniert. Das ist das Tolle. Für all diejenigen von euch, die sich jetzt schon angesprochen fühlen, jetzt könnt ihr das Ganze evaluieren innerhalb von nur einer Woche. Und es funktioniert. Bleibt dran! Und jetzt kommen wir noch zu mehr oder weniger einer Grundvoraussetzung. Daten. Immer wenn man etwas testet, evaluieren möchte, braucht man Daten und muss auf Daten zurückgreifen. Ohne Daten kann ich auch nichts vergleichen, was vorher war und was hinterher ist. Das heißt, wie kommen wir an diese Daten? Manche von euch mögen schon Dinge tracken. Ihre Wiederholungen, einzelne Trainingseinheiten, ihre Ernährung tracken, ihren Kalorienumsatz, was auch immer. Dann habt ihr schon eure Hausaufgaben gemacht. Andere müssen das vielleicht noch machen. Und bevor ihr jetzt abschaltet und sagt, ach, habe ich nicht, dann kann ich ja gar nicht mitmachen. Doch, könnt ihr. Ihr habt ja bis jetzt schon ein Trainingsgefühl. Voraussetzung ist auch, ihr trainiert jetzt nicht erst die zweite Woche eures Lebens. Aber ihr habt euch schon eingependelt. Mit eingependelt meine ich, ihr wisst grob eure Gewichte. Ihr könntet schätzen, was ihr eure Bankdrückleistung bringt und was eure Rückenleistung ist. Und wisst auch, in welchem Ablauf ihr das Ganze trainiert. Wann ihr mal besser drauf seid, schlechter drauf seid. Und habt eine Routine da drin. Jetzt müsst ihr nur mal für, sagen wir, 2 bis 4 Wochen dahergehen und das mal aufschreiben. Genau die Wiederholungen
in welchem Satz, in welcher Übung. Und dann seid ihr, habt ihr auch schon genügend Daten. Denn dann wird sich das nicht großartig verändern. Trainiert ihr erst die zweite Woche eures Lebens, dann kann das immer noch rauf und runter gehen und ihr habt euch noch gar nicht eingependelt. Gerade wenn eure Technik auch noch nicht sicher ist. Dann kann es mal sein, nur weil ihr die Ellbogen anders haltet, dass ihr die Übung auf einmal besser vollführen könnt, mehr Wiederholungen macht oder weniger. Also, ihr braucht eine gewisse Routine, ihr müsst einen gewissen Fortschritt haben und ihr braucht diese Daten. Haben wir jetzt die Daten, dann können wir endlich loslegen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Videos. Trommelwirbel, es wird spannend. Wie können wir das Ganze jetzt tatsächlich, wie mit einem Teststreifen, wie ihr es schon auf dem Thumbnail gesehen habt, evaluieren und das in nur einer Woche? Alles, was ihr dazu braucht, ist nun Pause. Wir werden das Ganze mal machen mit eurer Bankdrückleistung. Warum Bankdrücken? Ist der so oberflächlich, weil er einfach nur den Diskomuskel nimmt? Nein. Zum einen, Bankdrücken ist eine Übung, wo man grundsätzlich sicherer sein kann, welche Wiederholungszahl man bei welchem Gewicht macht. Das ist beim Rücken teilweise etwas schwieriger zu evaluieren, weil es keine klare Grenze gibt. Gehe ich ein bisschen mehr nach hinten oder weniger? Das kennt man oft von Übungen. Nehmt ihr weniger Gewicht, kommt ihr mehr nach hinten. Nehmt ihr mehr Gewicht, kommt ihr nicht mehr so weit nach hinten. Aber was ist jetzt das richtige Gewicht und dafür die exakte Wiederholungszahl? Auch so Grundübungen wie Kniebeugen und Kreuzheben, die haben sehr viel mit eurem zentralen Nervensystem, eurem Energielevel und so weiter zu tun. Das ist beim Bankdrücken nicht der Fall. Ihr habt eine natürliche Grenze, höher als hoch geht es nicht. Und deswegen solltet ihr es vielleicht damit versuchen. Die meisten von euch, gerade unter den Männern, die sind auch so darauf erpicht, ihre Bankdrückleistung zu steigern und gehen da immer bis zum Ende, was man bei Kreuzheben nicht unbedingt tut. Da stoppt keiner bei einer halben Wiederholung und sagt, gut, jetzt kann ich nicht mehr. Bei Kniebeugen eigentlich auch nicht. Und bei kleinen Muskeln machen wir das nicht. So, deswegen Bankdrücken eignet sich unheimlich gut dafür. Und wir machen das jetzt zum Bankdrücken. Ihr habt jetzt also eure Zahl. Ihr wisst genau, wie viele Wiederholungen, welches Gewicht ihr bei 6 Wiederholungen zum Beispiel nutzt. Das müsst ihr wissen. Das habt ihr entweder in den letzten 4 Wochen endlich mal aufgeschrieben und ihr wisst es haargenau, genau 110 Kilo und ihr schafft 6 und habt diese auch dann vielleicht schon länger nicht mehr gesteigert oder selbst wenn, ihr wisst ungefähr, in welchem Rhythmus ihr das steigert. Auch das müsst ihr wissen, denn wenn ihr gar nicht wisst, wann ihr das gesteigert habt und ob ihr letzte Woche noch vielleicht nur 90 Kilo genommen habt, dann weiß man natürlich auch nicht, wenn wir das jetzt evaluieren wollen, habt ihr euch überhaupt verbessert oder nicht. Aber das ist schon wieder die Datensache, die braucht ihr natürlich. Ihr braucht eine Sicherheit, wie weit ihr schon damit gekommen seid. Also sagen wir mal, ihr habt ein Gewicht X und müsst dann Y Wiederholungen schaffen. Ihr wisst genau, wie viel ihr da braucht und wie viel ihr schafft. Und jetzt habt ihr noch eine Bankdrückeinheit, das heißt eure letzte Brusteinheit, egal womit ihr das kombiniert, die macht ihr noch. Und von da an werdet ihr jetzt 7 Tage lang nichts mehr machen. Gar nichts. Der Test ist dann vorbei, wenn ihr doch was macht. Nicht einmal Sit-Ups, denn darum geht es hier bei dem Test. Ihr wollt eure Regeneration testen. Und da ist nicht nur der Brustmuskel entscheidend, und das ist das wirklich Interessante, sondern jeder Einzelne. Ihr lasst also die Beineinheit aus, ihr lasst die Rückeneinheit aus, ihr lasst die Arme weg und ihr lasst die Schultern weg. Und wenn ihr das Ganze sogar zweimal die Woche trainiert, lasst ihr auch das weg. Also wer jetzt auf die Idee kommt, ich warte nur bis zur nächsten Brusteinheit und lasst die alle weg und 4 Tage später ist ja bei mir wieder Brust, auch das nicht. Eine Woche, 7 Tage. Und dann macht ihr das Ganze noch einmal. Ihr macht die gleiche Einheit wieder. Am besten immer die erste Übung und nicht die letzte. Wir tracken die erste Übung, aufwärmen und dann das Ganze nochmal machen. Und dann schreibt ihr euch wieder die Wiederholung auf bei dem gleichen Gewicht. Und dann bin ich mal auf das Ergebnis gespannt. Und damit kommen wir auch schon zu Teil 3. Diesen Test habe ich schon ein paar Mal hier angekündigt. Und ich bin jetzt auf dieses Video gekommen, um das mal wirklich ausdrücklich zu erklären, weil wir das auch früher im Trainerteam gemacht haben, um die Regeneration von unseren Athleten zu testen. Denn das ist die beste live und praktische Evaluierung, die man machen kann. Und jetzt haben mir einige von euch geschrieben, dass das wirklich geklappt hat und sie waren total überrascht. Vorher haben sie vielleicht zweimal in der Woche die Brust trainiert oder einmal die Woche und sie hatten schon Erfolge, haben dann jetzt alles weggelassen und waren völlig verblüfft, dass sie mehr Gewicht genommen haben und mehr Wiederholung geschafft haben. Und ich wette, das wird bei den meisten von euch der Fall sein, gerade diejenigen, die zweimal die Woche trainieren. 5, 6 Einheiten, zweimal die Brust, 2 bis 4 Mal die Schultern und so weiter. Was beweist denn jetzt der Test? Also angenommen, ihr macht jetzt mehr. Heißt das, ihr sollt jetzt nur noch einmal die Woche trainieren und immer nur noch Brust und nichts anderes mehr? Natürlich nicht. Eines wissen wir dann, wenn ihr jetzt mehr gemacht habt, wisst ihr, die Mehrregeneration, die ihr hattet, hat
in diesem Muskel, in dieser Übung zu mehr Progression, zu mehr Erfolg, zu mehr Steigerung geführt. Nur das merken wir uns. Das heißt, irgendetwas auf dem Weg dorthin hat vorher dafür gesorgt, dass ihr euch nicht so stark steigert. Was das genau ist, könnt ihr jetzt untersuchen, aber ihr wisst es endlich. Solltet ihr zum Beispiel den Fall haben, dass nichts passiert ist, ihr habt die gleiche Leistung gebracht und keine Steigerung, dann wisst ihr, dass es entweder noch größere, gravierendere, dauerhafte Regenerationsprobleme gibt, kann sein, oder dass es keine Regenerationsprobleme gibt und ihr den gleichen Progress habt, wie auch eben sonst. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Jetzt kommen wir mal zu einigen der Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen können. Selbst wenn ihr also nur einmal die Woche die Brust trainiert und es schon richtig macht, wie ich sagen würde, wie kommt es, dass ihr dann jetzt trotzdem, nur weil ihr Beine und Rücken ausgelassen habt, also nicht den gleichen Muskel, trotzdem mehr Erfolg hattet, als ihr sie weggelassen habt? Und das liegt ganz eindeutig daran, dass ihr jetzt feststellt, oh, selbst ein Beintraining und Rückentraining zieht etwas von euren regenerativen Fähigkeiten ab im Körper. Er erholt sich dadurch nicht. Und das ist eine starke Erkenntnis. Als ich das erste Mal gemerkt habe, selbst das Beintraining verhindert, dass mein Bizeps, Trizeps oder meine Brust wachsen, das war eine enorme Erkenntnis. Das bedeutet, ich brauche noch mehr Pause dazwischen, um aus den Einzelgruppen mehr rauszuholen. Auch zum Beispiel die große YouTube-These, dass sie nur auf eine Sache gucken, auf Studien gucken, und dann heißt es, die Proteinsynthese wird optimal getriggert, wenn ich 2 bis 3 Mal die Woche den Muskel trainiere. Stimmt, kann sein. Aber nur vorausgesetzt, wenn ich nichts anderes trainiere und dass meine Regeneration nicht von dem anderen zehrt. Und da ist es auch ein schöner Gegenbeweis dagegen, den viele von euch jetzt schon erfahren haben, wenn sie mutig genug waren, einfach nur eine Woche das Ganze mitzumachen. Immer natürlich normale Ernährung und normal alles weiternehmen, aber dann wisst ihr bereits schon, okay, da stimmt etwas nicht. Wie denn soll ich denn jetzt 2 Trainingseinheiten von jedem Muskel unterbringen? Heißt also, 6 Mal die Woche dann auch noch dazwischen, das ist nur schwer möglich. Das bringt euch einen riesigen Schritt weiter. Ich wusste dann, ich lasse nach jeder Trainingseinheit 1 Tag Pause, mindestens. Ich wusste, selbst wenn ich alle 9 Tage trainiere, habe ich mehr Erfolge. Ich nehme mehr Gewicht und ich scheine mehr regeneriert zu sein. Und es gibt euch endlich, endlich, endlich Seelenfrieden und Sicherheit, die ihr vorher nie hattet. Da war immer die Frage, könnte das andere nicht doch zu mehr Erfolg führen? Jetzt wisst ihr, ihr braucht mehr Regeneration. Und jetzt gilt das Gleiche natürlich für jeden anderen Muskel. Hättet ihr es mit dem Rücken gemacht, wäre es ja genauso. Auch der Rücken braucht mehr Regeneration. Natürlich können wir es uns nicht leisten, immer nur einmal die Woche einen Muskel zu trainieren und damit alle 4 bis 6 Wochen immer nur jeden Muskel. Das soll es auch nicht heißen. Aber ihr wisst jetzt etwas mehr und könnt ein bisschen mehr Stellschraub drehen. Und eine Sache zumindest ausschließen. Hört auf mit dem Quatsch, 2 Mal die Woche den Muskel zu trainieren, 5 bis 6 Trainingseinheiten zu haben und euch voll zu ballern. Alle 2 Tage Kniebeugen oder Kreuzheben oder sonst was zu machen. Damit kommt ihr scheinbar nicht weiter. Sollte das doch zu einem anderen Ergebnis geführt haben, dann macht weiter, dann seid ihr ruhigen Gewissens. Und so könnt ihr innerhalb von nur einer Woche einen Test machen, wofür ihr sonst Monate braucht und immer noch nicht sicher seid. So, ich hoffe, das hat ein bisschen Aufschluss gebracht. Seid mal so mutig und ich bin so gespannt, wie viele von euch diesen Test absolvieren. Und ich hoffe, ihr macht mal alle mit und habt den Mut. Das bringt euch was für die nächsten Jahre eures Trainings, glaubt mir. Wer jetzt sagt, oh nee, das ist mir aber nicht wert, dann lasse ich ja eine Woche Training aus, der hat den Sport noch nicht verstanden. Und der hat scheinbar auch nicht den Ehrgeiz, erfolgreicher zu sein in 6 Monaten, 1 Jahr, 6 Jahren und 12 Jahre. Und ich mache das Ganze seit 23 Jahren. Gott, was hätte ich drum gegeben, wenn ich das schon im ersten Jahr alles gewusst hätte. Nun ja, also macht das mal, schreibt es in die Kommentare in einer Woche und in 2 Wochen, was das Ganze gebracht hat, wie euer Ergebnis war. Und ich bin wahnsinnig gespannt darauf. Und sicherlich auch alle, die das Video sehen, werden hier mehr als sonst noch in die Kommentare gucken. Das hier gehört alles zusammen. Das Video gehört mit zu den, Kommentaren zusammen zu unserer kleinen Studie. Nun ja, und wem das Ganze gefallen hat, Daumen hoch, wer es noch nicht getan hat. Ansonsten Kanal abonnieren und euch mal die anderen Videos angucken. Hier sind noch viele solcher tollen, hilfreichen Profi-Tipps. Und naja, wir sehen uns dann bald wieder. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.